Ich hätte mir ja schon mal überlegt, rein aus Protest, dass dieser Part so gehatet wurde, einen ganzen Part Super Meat Boy so zu machen. Ja, es muss. Scully also hat mich ja auch gehatet dafür, aber weil er es selber machen wollte. Nee, ich mach's, ja, weil es so gehatet wurde, mach ich das jetzt. Zero fucks given. Ja, das ist so richtig. Das ist wie wenn du im Zug Pornos guckst. Hat Katze erzählt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das ein schmieriger wäre, weil sie meinte ja, die hätte einen Anzug angehabt und alles. Das sind doch die Schlimmsten. Ich war der Manager. Das war so ein Barney Stinson. Wahrscheinlich hat er das so gedacht, der Vertrieb. Der macht das professionell, also nicht so als Darsteller, sondern ist er da so ein Gewerbe hat. Ja, ja, deswegen ist das für den auch gar nichts Komisches, dass er sich da so mal so ein Filmchen reinzieht mit in der Bahn. So ein Talentscout ist das. Oh, ein Talentscout. Genau, das wäre auch der Job für mich, ne? Ja, das wäre dein Job, Leute. Also in dem Gewerbe. Ja. Porno-Bier-Talent-Scout. Ja! Bester Job der Welt. Was, hatten die das mal von dieser, von der türkischen Bundeswehr oder was ich gehört, was nee. Die da machen? Also, wenn du da dich ausmustern willst oder bisschen nicht zur Armee willst, weil gibt's da irgendwie wohl nur den Grund, dass du schwul bist. Und wenn du dann das angibst, dann musst du da Beweismaterial vorlegen. Deshalb haben die irgendwie wohl die größte Ansammlung an schwulen Pornos da. Oh Gott. Ja. Das war, glaube ich, mal bei Genial daneben oder irgendwie sowas, so eine Frage. Ja, ich irgendwie klingelt deine Glocke. Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Ich dachte ich mir auch so, ja moin. Wo seid ihr denn? Ihr habt ihn offen gestellt. Scheiße, Mann, wo seid denn ihr? Wenigstens sind die Sachen nicht sofort gesteinigt. Weiß man ja nie. Ja, aber irgendein Typ muss sich das alles angucken. Der tut mir leid. Au! Das ist ein Gast. Gastiger ABC. Nein. Wo rennen wir denn jetzt lang? Weiß ich nicht. Es ist immer so. Der Gast ist tot. Also ihr seid hier nicht beim Gast gewesen, oder? Nee. Wir waren jetzt ganz woanders gewesen. Sollen wir auch langsam mal zurück in Euler City? Ja. Zu lange Nesa, das wird immer auf Dauer langweilig. Ah. Viele Leute können dieses Rot ja auch nicht sehen. Melly, setz mal ein paar Fangen hin. Oh ja, gut, dass das aufgehört hat. Ja. Home, home. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. So, wo könnte man da auch jetzt hin? Wahrscheinlich haben meine Zuschauer gerade meine Ordnung besser im Kopf als ich selber. Ich muss in die Kiste links. Du bist so dumm. Der IP-Teiler, der liegt doch hier. Ich hab das ja so gefeiert, als sie den Safari-Ball gefunden hat. Ich auch. Beste. Ja, das war auch schon geil, denn, ne? Safari-Ball außerhalb der Safari-Zone zu haben, das ist schon. Wie als wenn du so eine Flasche Cola ins Flugzeug schmuggelst oder sowas. Ja. Fühlt sich schon hart. Oder allgemein eine Flasche Bier auf die Kleinmesse bei uns. Ja, darfst du nicht trinken, musst du dort kaufen. Das ist schrecklich. Warum eigentlich? Weil die so dumm sind. Was für eine Messe? Kleinmesse heißt das. Das ist so ein kleiner Rummelplatz oder was auch immer. Ist halt zweimal oder dreimal im Jahr. Derzeit ist Pause, aber so im, weiß nicht, Spätsommer kommen die nochmal wieder, wenn es langsam etwas kühler wird. Cheater? Was schreibt ihr denn hier? Cheater? Ja, ich hell gemacht habe. So. Gut, dann das erinnert mich an einen schönen. Das erinnert mich an einen schönen User auf dem alten MathBaron-Server. Wo es dann hieß, ey, lass doch mal Nacht, ey, ich will Monster klatschen, ey. Wer war das denn? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es könnte Corky gewesen sein. Ja, das klingt auch so ein bisschen nach ihm. Corky wird schon wieder vermisst. Wird nie. Ach, der kann auch nicht mehr mit mir interagieren, das finde ich schön. Ich finde, wenn man sich so zum 50. Mal als Arschloch bezeichnen lassen muss, dann ist es auch vorbei. Lief das Arschloch erst mal. Ja, das ist ja sowieso.
Leute, ich habe hier so viele Steine, die müsst ihr alle noch abbauen hier, ne? Wo denn? Ich mache gerade hier einen Stone Preset. Oh. Ich dachte, die kann man in den Ofen hauen. Kann man? Nur steht die Skelette eigentlich. Kann man die in den Ofen hauen? Ja. Na, Anne, dann hauen wir ein paar Öfen hier hin. Aber was bringt ihr denn? Kommt dann direkt die Dinger raus? Kann ich eigentlich fliegen? Da kommt direkt diese Quarzerze. Okay. Aber wie viele Steine sind das denn? Vier. Nein, da kommt dieses Ding ins raus, dieses Essenzteil. Ich sei so doof. Das, was wir zu Quarz craften können, kommt da raus. Ja, da können wir die auch gleich kaputt hauen. Ja, aber dauert wahrscheinlich nicht länger, also ist persönlicher Aufwand. Ne? So einen Ofen lässt du durchbrennen und dann hast du es. Claudings. Effizient denken, Arne. Das musst du in deinem Job machen. Ja. Job. Ey. Sind doch alle nur neidisch. Also sitzt du da nachher auch mit so einer Zeitung, Kaffee und lässt deine Schüler schackern, ja. Ja, genau. Ich mach am Anfang schön Arbeitsblatt und dann gib mal Feuer hier. Ja, ja, klar. Das macht man, die ersten 2-3 Jahre macht man noch so richtig Unterricht, dass man noch motiviert und dann irgendwann kommt die Plauze. Ja, genau so wird das aussehen. Irgendwann kommt die Plauze. Dann hast du die festen Arbeitsblätter. Kennen die Lehrer doch. Alle die gleich. Das kommt raus. Hab ich schon zusammengebaut. Hier. Hab. So. Ich hau jetzt mal diesen komischen Netherstein in den Ofen bei mir. Klatsch, klatsch. Was ist das übrigens? Ja. Das Lied gerade war von meiner Lieblings-Bomberman-Stage. Bomberman habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Gutsman oder? Da gab es noch mal einen. Ja, genau, Gutsman. Lieblings-Bomberman-Stage. Was da gab's mal irgendeinen Teil für den Gameboy, den habe ich sehr gern gezogen. Flashman, wie heißen der? Die haben keinen Flashman. Das war von seiner Frau. Und da war alles voller Wasser und irgendwann konntest du dann mit dem Boot fahren. Das habe ich so extrem abgefeiert. Boote, Boote, Boote. Mal Laudings, was machst du gerade? Na, diesen Netherziegel da drin. Oder zu Netherziegel drin. Warum? Weil. Geil. Man kann damit auch schöne Kontraste setzen, weil ist ja dunkel. Und wenn morgens Nudeln hat, kann man auch Nudeln essen. Wie ging das nochmal? Der macht sich auch morgens Nudeln. Der Marcel Davis oder wer? Nein. Der von den Ludolfs. Der Peter. Der hat auch die beste Lache. Das ist der Dicke. Ja, ja. Effizienz 4 sieht ja so ein bisschen anders aus. Wenn du richtig cheaten wolltest, könntest du ja noch was anderes machen. Nee, wollen wir aber nicht. Das reicht doch hier. Weil du kannst dich auch selbst. Wahrscheinlich reicht das hinten und vorne nicht, was wir da mitgenommen haben. Deswegen habe ich da auch noch mal eine Kiste hingestellt, dann wo noch. Wundern sich alle ist. Leute, warum wir im nächsten Part so 3 Millionen so Dinger haben. Ich weiß noch, die Hafenkommandantur habe ich komplett selbst gefahren. Fällt ja nicht auf. Da war ich doch auch 3-4 Mal im Messer. Guck hier in der Kiste. Ist schön. Ist aber ne. Keine Doppelkiste, warum auch immer. Da war Arne ein bisschen geizig, hat mir keine Doppelkiste spendiert. Ich habe da gar keine Kisten hingestellt. Hier vorne. Ja, ich habe keine Kisten dahingestellt. Und wer hat die da dahingestellt? Ich. Ist und bleibt ein Ries. Ja. Das war noch aus Albanien übrig. Wow, das ist eine Menge, Laudings. Oh. Wir waren ja auch das letzte Mal richtig lange im Nether. Die Aufnahme, die uns durch deine Festplatte da zerwichst hat. Ja, das ist ja jetzt vorbei, Könkal. Scheiße, das ist ein normaler Stein. Silk Touch ist voll für den Arsch. Still. Silke? Silk Touch. Ahne abschießen ist aber lustig. Anne, pack mal einen Apfel auf deinen Kopf. Pack ich. Wie so rumsammeln da. Ja, hätte ich geschafft. Er macht sich auch morgens Nudeln.
Ach so, was wie auch noch. Der Held von Gothic mit dem Bogen schießt, wenn du ihn voll ausgeskillt hast. Guck mal hier, Laudings. So, guck mal. Fing mal an. Nee, das war falsch. Ja, er trifft sich so. Noch selber. So ungefähr. Okay. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Nee, also hier, was ich auch noch eine Idee hatte, der Würfel, ne, der bietet sich schon so ein bisschen an. Viel. Dass man da entweder hier jetzt die Toiletten mit dem Wanders hin macht und dann ein Sprungbecken hinbastelt. Oder hier auf der Seite. Sprungbecken, aus dem Würfel, ja. Rausspringen? Nee, also hochklettern und runterspringen. Ja. Oder hier so eine Free Climbing Wall. Ja, nicht schlecht. Ja. Mit so Ranken, also Kram. Soll das ja gehen. Was machst du denn da? Begrünen. Das können wir machen, wenn alles steht. Unser Kleinstarbeit habe ich alles grün hier weggerissen. Ja, hier oben. Alles urbanisiert. Jetzt muss das wieder schön werden. Wir brauchen auch noch eine unendliche Wasserquelle. Wir müssen ja immer die Becken buddeln. Also wollt ihr jetzt da das Sprungturmbecken doch woanders haben, oder was? Ich fange jetzt schon an hier zu begrünen. Hallo. Ich weiß ja. Nicht. Warum nicht? Obwohl, also, ich finde eigentlich so, von einem normalen Dreier zu springen, das ist besser als von so einem Würfel. Gut, dann lass mal die Toiletten. Der ist dann so ein bisschen so fancy dazwischen, damit das gut aussieht. Und das reicht. Ich buddel jetzt mal das Hauptbecken hier mal frei. Ja, dann hol ich mal eben meine Schaufel. Hast du noch einen Eimer, Arne? Ja, ich hab noch jede Menge Eimer. Ich bin gerade bei dir. Die sind für einen Eimer. Ja, ich hab hier jede Menge bei mir am Mann. Erstmal ein Steak fragen. Hab ich gestern gemacht. Ohne Honeyball. Ein Steak fragen? Ah ne, ich hab. Doch, da sind sie. Ah ne! Was denn? Wird hier wieder angemeckert. Für nix. Und wieder nichts. Mach hier doch nur meine Arbeit. So, dann machen wir hier mal schön unendliche Wasserquelle rein. Da möchte ich aber das. Das war jetzt nicht so unendlich, wie ich mir das gedacht hatte. So. Dann müssen wir aber die ganzen Becken auch von unten wieder auskleistern, ne? Ja. Ich will nie auf Erde schwimmen, da muss schon gefliest sein. Ja. Ja. Halt, leck mich am Arsch. Na, ne? Hab ich was gehört? Ja. Oh. Wolltest du das so lassen hier oder wolltest du das voll haben mit Wasser? Wolltest du doch klaren. Was? Mit wem redest du? Mit Arne. Was denn? Nee, mit Mulibär. Nee, dann was meinst mach du? Mal da eben. Mach. Ist gut. Ich pack mal die Eimer alle in ein. Macht ja auch Sinn, dass man sie so aneinander stellen kann, ne? Früher ging das nicht. Mit der Länderstapel. Ja. Home 2, Home 3, Home Fev, Home Fonzie. Und Bett. Home Faf ist aber auch gut. Wo waren meine Schaufel von gerade? Da. So, jetzt wird hier gehackt. Wie tief muss das denn? Wo sind die 4-5 Löcher? Warum haben wir eigentlich nur hier die Erde abgefahren, die wir für den Laden hier gebraucht haben? Keine Ahnung. Brauchen wir überhaupt Erde? Nö, die brauchen wir doch nicht. Das ist auch wieder Silk Touch auf der Links drauf, ne? Ja, das ist aber geil. Da hat er jetzt gleich wieder eher Grasblöcke. Aber wieder Gras. Ich würde sagen, hier die Ecke lassen wir nicht so tief. Das ist der Nichtschwimmerbereich dann. Nee, warte mal, Moment. Wenn wir das jetzt schon alles runtergraben auf die 4 Blöcke, wird das auffüllen mit Wasser richtig Arsch. Wieso? Weil wir doch nicht hier in Luft einfach Wasser setzen können. Das könnte doch der Matty mit seinem Dings machen. Könnt das nicht. Hier kommt das nicht. Gut. Ich würde sagen, hier kommt nur 2 tief, weil hier der Nichtschwimmerbereich ist. Ja, gut. Obwohl man auch mit 2 Blöcken schon komplett unter Wasser steht. Ja, da kann man noch so halbwegs. Da kann man noch so. Weißt du, wenn so Kopf nacken und dann. Auf Zehenspitzen. Bis zumindest safe. Das erinnert mich so ein bisschen an das unser altes Schwimmbad. Hä? Hey? Dass sie abgerissen haben, die Schweine. Ja. Ein teures Hallenbad reinzubauen, wo du nicht mal Bahn schwimmen kannst.
Das ist ja noch nicht mal da an derselben Stelle, das ist ja jetzt ganz woanders. Total schlecht angebunden. So, wobei ja, soll viel warnen? Ach ja, die haben ja beide abgerissen, jetzt wo ist das? Ich würde sagen, hier könnten wir das so lassen.